Das war anstrengend. Das war echt anstrengend. Uff, bei den Ramon dreht er gerade vor dem Rad. Ja. Bei Hyrule glaube ich nichts mehr. Der hat mich zu oft veräppelt. Der hat sich zu oft den Spaß draus gemacht. Ist das schon wieder nur für mich leise, oder? Ja, wir haben gestern hier noch unser anderes Pferdchen erhalten. Schon wieder so eine ich freue mich drüber. Unser anderes Pferdchen erhalten. Ich kann es nur einmal zeigen. Nein, oder? Doch, doch, das war das Richtige. Oh Gott, jetzt dachte ich gerade. Es ist nicht so schön wie das, was wir im Outland gekriegt haben. Finde ich persönlich. Aber ich finde es trotzdem ganz okay. Ja. Ja. Nicht schön, aber selten. Würde ich mir meinen. So. Das war grad doof. Noch eine dünne Kuh. Hallo! Nichts gegen mein Pferdchen hier, ja? Eine dünne Kuh. Ja, wie gesagt, wir haben die Martum-Gesellschaft und die Hüter von Numinas gestern fertig gekriegt. Jetzt bin ich halt am Überlegen, ob wir die Menschen von Bree auch noch machen oder ob wir das erst machen, wenn wir dann im Wildwald sind. Weil ich glaube, im Wildwald kriegen wir dann sowieso noch Ruf für die Menschen von Bree. Könnte ich mir vorstellen. Deswegen, ich weiß es noch nicht. Ich werde das, glaube ich, im Laufe des Streams entscheiden. Aber was wir machen werden, ist erstmal hier die ganzen Quests abklappern. Von oben bis unten. Ich werde diesmal nicht durcheinander gehen. Weil gestern dann nur noch, um den Ruf zusammenzukriegen. Aber damit wir vielleicht, rein hypothetisch gesehen, heute dieses Gebiet vielleicht verlassen können. Wäre ja eine Möglichkeit. Weil als nächstes würde es dann tatsächlich auch mit der Story weitergehen. Dann kommen wir dann in die Trollhöhen. Dann machen wir dann von hier den Sprung nach da hinten. In das Gebiet. Ich weiß, ich müsste nicht in der Reihenfolge gehen, aber ich möchte es. Da, ich weiß, ich habe irgendwie so ein... Da kommt mein innerer Monk raus. Das ist genauso wie, wenn ich sage, ich spiele die Teile von Final Fantasy von vorne bis nach hinten durch. Ausnahme ist Teil 11 tatsächlich. Aber ich kann irgendwie... Ich kann nicht Teil 10 spielen, ohne dass ich vorher 1, 2, 3... mindestens gespielt habe. Das ist irgendwie ganz seltsam. Das ist, ich neige dazu, alles von Anfang bis Ende durchzuziehen. Spinne, bleibst du da hinten oder muss ich dich vorher töten, bevor ich loslege? Ich krabbel da gerade so eine Spinne lang. Ja, töte ich dich jetzt oder? Aber ich glaube, da komme ich gar nicht hin. Okay, wenn du mir versprichst, dass du da hinten bleibst, dann darfst du leben. Haben wir uns verstanden? Ich nehme meine Katzen. Iron! Lass das. Das Emoten möchte ich hier nicht sehen. Ich auf Spinnen reagiere ich ganz empfindlich. Ich stelle schon mal alles weg, für den Fall der Fälle, dass mich das Viech angreift. Und ja, ich weiß, Spinnen greifen nicht an. Ich habe aber trotzdem Angst vor Spinnen. Ich bin ein Feigling. Lasst mich. Das war daneben. Ich bin ein ganz großer Feigling. Das Zettelchen, das packe ich erstmal hier hin. Habe ich auch irgendwas in der Nähe, um das Viech zu töten, notfalls? Ja, die Bonbonschachtel. Das läuft. So. Kunibert, du bleibst da hinten, ja? Gut. Also, Kunibert versucht da hinten zu bleiben. Oh, ja, ja, ja. Nee, wir waren gestern doch ganz gut, sogar mit dem Boden. Das stimmt. Das stimmt. Und vor allem, ich war es nicht diejenige, die gestorben ist. Wobei ich dieses Scheißviech trotzdem zweimal gesehen habe. Dieser Scheißgeist. Hätte ich gut und gerne darauf verzichten können.
Ja, wie komme ich jetzt nach da hinten? Ohne da so einen Kilometermarsch hin zu schwimmen. So eine Taschentücher. So. Jetzt bin ich bereit. Ich glaube, dahin kommen wir dann auch wieder in eine Instanz. Also nicht da hinten, sondern das da hinten. Aber ich glaube, ich muss darüber schwimmen. Okay. Das kann dauern. Bräuchte wieder etwas, womit ich die W-Taste drücke. So. Lol, wir haben noch nicht mal die Hälfte der Strecke. Dafür hätten sie sich eine andere Lösung einverlassen können. Da wäre Fliegen jetzt ganz schön. Aber das geht hier ja leider nicht in dem Spiel. Man kann ja hier gar nicht fliegen. Aber ich glaube, es gibt schnelleres Reiten, oder? Weiß es aber nicht genau. Diese Insel kommt näher, aber irgendwie... Irgendwie kommen wir nicht näher. Wieder hin. Lass mich da hin. Jetzt stell dir mal vor, man müsste wirklich so lange schwimmen. Eindringlinge in den Luminas haben Triebern zurückerobert, okay. Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht. Ist das irgendwie ein Eroberungsfeldzug, oder? Ich glaube, wir sind gleich da. So können wir uns Gott sei Dank teleportieren. Also zumindest hier dieses Ding benutzen. Da sparen wir uns den Weg. Zum Glück. So, dann haben wir es ja gestern noch geschafft. Im Kochen Virtuose zu werden. Muss ich mich die Tage trotzdem nochmal ransetzen. Aber wir sind immerhin Virtuose. Das ist ja schon mal was. Wir sind gleich da. Okay. Hallo, Leo Kipps. Werden eure Hilfe bei der Wiedereroberung von Erantos benötigen, Leo. Eine scheinbar einfache Aufgabe hat sich als gefährliches Unterfangen herausgestellt. Uralte Dunedain-Relikte aus den Händen von Grabräubern zu entwenden. Die Diebe werden den Waldläufern und ihren Verbündeten die Schätze nicht kampflos überlassen. Okay. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen könnte. Ich möchte nicht, dass die Grabräuber schon davon erfahren, dass ich ein Spion bin. Denkt nicht schlecht von mir, weil ich mich hier versteckt halte. Ihr solltet euch beeilen, um die Waldläufer auf der Insel zu helfen. Ich glaube, sie haben Lager an den drei Orten errichtet, denen ihr die Stapel von Relikten gefunden habt. Einer dieser Stapel befindet sich direkt hinter einer im Zentrum der Ruine und einer auf deren Westseite. Die Grabräuber werden die Waldläufer sicher von allen drei Seiten aus angreifen. Okay.
Hi. Lächeln. Wo kommen sie? Ach da! Okay. Das kriegen wir hin. Die Waldläufer dürfen nicht besiegt werden. Ach du grüne Nonne. Lady Baxi, Hallöchen. Einen wunderschönen wünsche ich dir. Wo läuft das? Wie? Achso, jetzt geht's hier weiter. Oder wie? Oh Gott. Ich hoffe, es geht hier gut. Ich habe gerade keine Ahnung, wo wir über. Achso, okay. Wir hätten da stehen bleiben können. So viel bin ich in jetzt ganz immer los. Ganz sehr wenig. Mir darf bloß keiner abnippeln jetzt. Trotzdem mal mit durchlaufen. Das westliche Lager wird angegriffen. Okay. Ah, also immer noch das hier. Mir geht es. Danke der Nachfrage und wie geht's dir? Müde, aber gut. Etwas wenig geschlafen in den letzten Tagen. Aber sonst ist soweit eigentlich alles. Okay. Gut gesättigt. Ich habe vom Stream nämlich ausnahmsweise mal was gegessen. Ich habe es mal zeitlich hingekriegt. Und bereit für einen entspannten Lotto-Abend, würde ich sagen. War auch noch etwas verwirrt. Ja. Östliche Lager wird angegriffen. Das ist jetzt das Lager dahin. Oh Gott. Beide Lager werden angegriffen. Nett. Wirklich, wirklich nett. Nope. Ein Waldläufer ist gefallen. Aber wo? Befürchte, dass ich das gleich normal machen darf. Ah, hier. Kann ich die Waldläufer eigentlich auch heilen? Das? Ja, geht. Geht tatsächlich. Hoho! Also jetzt sind wir wieder hier. Gut, das hier ist also das Östliche. Das Westliche ist da. Also alle kann man nicht besiegen, ne? Und da hinten müsste dann eigentlich auch noch ein Lager sein. Gestorben? Ne, hier sind auch drei. Gut, hier passiert aber nichts. Bäh, Otschi.
würde ja sagen, dass das da hinten das westliche ist. Aber naja. Sprecht mit Tost. Okay, wo ist er? Wo ist unser Guter? Tost. Nee. Hier ist Gutacker. Achso. Hier. Okay. Seid gegrüßt. Also doch. Seid ihr für das Treffen mit an unserem Lager bereit? Sprecht mit mir, wenn ihr zum Aufbruch bereit seid. Sind wir. Was kann ich für euch tun? Wie viel... Achso, ja, Ruf brauchen wir gar nicht mehr, ne? Silberarmband. Qualität, Beweglichkeit, Macht. Ich lese es gleich vor, keine Angst. Wille. Schicksal. Ja, nehmen wir das da unten. Anders ist nun in unseren Händen und die Relikte sind sicher. Während wir sprechen, befinden die Grabräuber sich auf der Flucht. Hoffentlich werden wir nie wieder etwas von ihnen hören. Ihr habt an diesem Tag die Tat eines Helden vollbracht. Wir werden eure Hilfe nicht in Vergessenheit geraten lassen. Nehmt dies und wisset, dass ich euch dass euch sehr dankbar sind. Juhu. Nein, nur eine Quest. Nur eine Quest bedeutet, dass wir nicht zum Ende kommen. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen okay. erweisen? Das brauche ich nicht mehr vorlesen. Optimum Dua. Gut, das ist jetzt einfach schlecht. Aber da reiten wir sowieso nochmal zurück. Ich weiß, da hätten wir eigentlich hingemusst. Aber. Wir machen erstmal hinten die Quests. Nach Din und Du müssen wir ja sowieso nochmal. Geht ja kein Weg dran vorbei. Muss ich da hoch? Das ist so die nächste Frage. Muss ich da einfach mal hoch? Also da hoch kann es nicht sein. Hoch. Wir versuchen es einfach. Wenn wir falsch sind, dann merken wir es. Aber den Auftrag haben wir jetzt schon relativ lange hier im Questlog. Wenn ich den jetzt doch gerne mal wieder loswerden würde. Wir haben jetzt, glaube ich, 31. Das ist etwas viel. Zwei davon, eins ist im Bruchteil, meine ich, und das andere ist in den Trollhöhen. Da müssen wir sowieso hin. In der Hoffnung, dass wir es vielleicht heute noch erreichen. Ich glaube es zwar nicht, aber es wäre schön. Ah, da. Nein. War klar. War klar, dass das nicht hinhaut. Okay. Alles gut. Und WB Herbert. Viel hast du nicht verpasst. Außer einer kleinen Mini-Instanz. Aber die war jetzt nicht so... Die war verwirrend. Die sieht so spektakulär. Ich grüße euch. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Wenn es sein muss. Beteiligtes Katapult.
Kundschafter. Ich gehe mal von aus, diese Grabräuber. Ja, in der Tat. Ja, das ist ein Klacks mittlerweile. Sind jetzt ein paar Level unter uns. Das ist ein Salamander. Salamander. Schlammkriecher, Salamander. Ja, wo sind die Kundschafter? Da ist nur einer. Den anderen haben wir ja gerade getötet. Da! Da ist auch noch einer. Ich kann euch sehen. Ja, cool. Ich dich auch. Jetzt kannst du mich nicht mehr sehen. Aber ich weiß nicht, wie sinnvoll hier ein einziges Katapult ist. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Sprecht mit Sardan. Das bedeutet doch bestimmt meinen Tod. Ja, toll. Ja gut, gar nicht so schlimm. Können wir einmal nach da hinten. Ja, hier. Nett. Ja, so kann ich nach Timothy zurück. Brombeeren. Die würde ich gerne einmal mitnehmen. Können wir zum Kochen gebrauchen. Hatten wir nicht einen Reit hier sogar umbenannt? Bin ich mich recht im Sinne? War da nicht irgendwas? Hör auf zu haken. So. Oh. Was benötigt ihr? Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Spitz. Und schon wieder. Nicht schon wieder. Ja gut, da machen wir wirklich jetzt mal alles dann noch fertig. Das ist das. Und das Ring. So. Und wieder zurück. Ich habe jetzt mehr keine Lust, da einmal wieder diese Schifffahrt zu machen. Vor allem, wenn wir denn da vielleicht auch wieder Quests kriegen. Dann machen wir erstmal das andere fertig. Thank you.
Schimmertier ist schön, Schimmertier ist schön. Nein, nicht diese. Nicht diese. So, jetzt würde ich ja sagen, jupp, hast recht, aber nein. Nein, wirklich nicht. So, hier lang. Also bisher sieht es noch nicht so aus, als wären wir am Ziel dieses Gebiets. Würde ich sagen. Nein, lasst mich in Ruhe, ich will nicht. Die Rehe drehen sich mittlerweile auch einfach nur noch um. Aber wo wir uns gestern tatsächlich gerade über Wild... Lord, okay. Ich kann mich gerade wieder nicht bewegen. Wo wir uns gestern gerade über Wild unterhalten haben, hatte vorhin nämlich mit meiner Großmutter telefoniert. Und es gibt Wildschwein zu Weihnachten. Reh hatten die Freunde von ihr leider nicht mehr. Aber Wildschwein. Schön. Das wird schmecken. Ich würde mich gerne weiter bewegen, aber es geht leider gerade nicht. Leider stehe ich gerade. Ist aber das erste Mal seit langem wieder. Das war jetzt echt eine lange, lange, lange Zeit nicht mehr. In meinem Internet liegt es nicht. Ich glaube, ich wäre ein Lotro selbst. Nee. Und sonst so. Einen schönen Montag gehabt. Ja, ich kann leider gar nichts machen. Außer, wie gesagt, dass wir uns hier hin und her drehen. Aber sonst geht die gerade nicht. Zur Not muss ich gleich neu starten. Wenn sich da weiterhin nichts tut. Nett. Wirklich nett. Kann ich immer ganz kurz was nachgucken. Ich verpasse ja gerade eh nichts, würde ich mal meinen. Schade, dass gerade keine Tiere in der Nähe sind. Das könnte man automatisch sehen, wenn es wieder funktioniert. Ja. Nee, ist mir nicht. Dicht. Wie gesagt, zur Not starte ich gleich neu. Ist ja auch kein Problem. Nee, das war das Falsche. Ah ja, okay. Das erklärt's. Also, einmal von selbst neu starten. Lotro, da. So, danke. Und wir haben bald die 500 Stunden. Sind du doch... Ja, nur noch 5 Stunden. Dann haben wir die 500. So. Gut rein wieder. Juhu. Sehr schön. Instant.